MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge NBA 2K17 auf der PlayStation 4 mit unserer Multiplayer-Franchise. Und natürlich, ja, das ist ja eine feste Institution hier bei der Franchise, der Bela am Start. Hallo Bela! Ah, hallo Gotti und hallo Zuschauer da draußen. Der B-Man. So, wir spielen gegen die Milwaukee Bucks. Willst du wieder Trikots gucken? Hier, nimm du mal, warte, ich komm rüber. Ja, ja, warte mal, ich guck mal hier erstmal nach den. Die haben schwarz, was haben wir? Weiß. Können auch mal hier ein bisschen mal was anderes nehmen. Sowas hier zum Beispiel. Naja. Fällt mir ganz gut. Ja, klar. Ich spiele mit allem. Wir haben noch gar keinen Verletzten, oder? Also es hat sich noch nie einer verletzt hier in der Saison, oder? Richtig, ist richtig, ja. Jetzt habe ich es gesagt. Hoffentlich nicht pünktlich zu den Playoffs. Jetzt habe ich es gesagt, Kemba Walker gleich Achillessehnenriss. In beiden Beinen und im Arm noch. Wie er das macht, weiß ich nicht, aber er kriegt das hin. Ja, hier, Mr. Karl Anthony Towns. Gegen, nennen wir ihn mal Ante. Ich hasse seinen Namen. Giannis Antetokounmpo. Ist es nicht Ante? Nee. Bist du sicher? Das ist so A-N-T-E. Oder? Ach, Antetokounmpo. Antetokounmpo. Kumpo. Ja, komm, Ante. Nein. Ante geht locker durch hier. Ja. Ja, auch hier wieder auffällig, so ein bisschen anderes Line-Up als in der Realität. Die Bucks auf der Center-Position als Starter Dwight Howard, dafür Greg Monroe auf die Bank, Edeljoker. Ansonsten, du hast im Vorfeld schon gesagt, die Bucks, ausgeglichenes Team, gefährlich. Absolut, wir haben uns ja gerade die Starting Five angeguckt, plus ja, die ganzen Bankspieler. Das wird jetzt nicht ganz so einfach, glaube ich. Ich lasse mich da überraschen. Wenn wir konzentriert zu Werke gehen, schaffen wir aber auch das. 8-11 Bilanz bei den Bucks. Die müssen eigentlich schon liefern, ne? Die müssen liefern, wenn sie da im Osten noch in die Playoffs kommen wollen. Bei uns sieht es ja jetzt momentan ziemlich, ziemlich gut aus, nachdem wir 3 oder 4 Siege in Folge geholt haben. Absolut auf Kurs und zuletzt ja der sensationelle Erfolg gegen ja, das aktuell beste Team hier in der NBA. Gegen die Atlanta Hawks mit Kevin Durant, der total ja, enttäuscht hat. Ich glaube, wir müssen auch gar nichts einstellen, oder? Ja, ich habe Towns ich auf hab jeden Levine. Fall. Ja, läuft. Sehr schön. Wir haben ja gerade hier die Aufnahme jetzt quasi an dem Spiel gegen die Hawks noch drangehangen. Das ist ja immer schön im Wechsel, wie wir das machen. Mal spielt die Sid ein Spiel mehr mit dem Bela und mal bin ich dann halt an der Reihe und deshalb brauchen wir jetzt auch gerade den Controller. Ich habe jetzt gerade Walker. Okay, dann. Achso, nee, dann musst du ja Instincts. Warte, ich gehe auch mal gucken, wenn wir schon mal da sind. Ja, geh mal lieber gucken. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich gehe raus. Und dann darf der Bela nochmal gucken. Ja. Hier. Achso, ich habe jetzt alle gesteuert. Ja, okay. Alle. Ja. So viel dazu. Ah, jetzt sehe ich nichts. Ich glaube, du, ja, so können wir es natürlich auch machen. Und der Kollege Ante. Ante, du guck mal. The Greek Freak. Ist einfacher. Ist ja sein Spitzname. Greens, Isolation. Na, ah, kommt da nicht über die Baseline. Schade. Und bringt dann Towns in Bedrängnis. Wenn er anständig läuft und nicht wie so ein Bekloppter, ist er, glaube ich, an der Baseline aber durch. Oh. Bumm. Abgeräumt. Jawohl. Geht das? Ja, gegen Howard geht nicht. Schwierig.
Ja. Ah, schade. Mike Carter Williams, dem man ja auch eine große Karriere voraussagte, als er da in die NBA kam, hat aber wirklich enttäuscht, muss man sagen. Ja, komm, Jeng. Jetzt machst du mal nicht. Ich verzweifle manchmal an die Entscheidung. Boah. Was gegen die Hawks noch so gut von der Hand ging, so das Passing-Game, bisher nicht so Bombe in den Anfangsminuten hier. Noch keine Punkte. Ja, dieser Parker ist aber lange in der Zone. Oh, alter ja. Vater. Block. Ja. Wieder ein Ballverlust, hallo? Oh, Parker. Mit dem Kopf durch die Wand. Alter, was ein wildes Spiel hier gerade. Wird nicht besser. Und der nimmt schon wieder diesen... Okay. Friendly Roll für Wiggins. Ersten Punkte. Bezeichnend, wie die gefallen sind. Ja, wenn er mal anständig die Baseline langzieht, sind das hier zwei Easy-Dinger. Komm, ich da nicht mehr hin. Ich bin aber ein Idiot. Da muss ich mich reinziehen, Arm reinhalten. Sehr schöner Dreier von Levine, der mit ganz viel Rückenwind kommt aus dem Hawks-Spiel, wurde da Spieler des Tages. Das musst du mir erklären, wieso ich diesen Ball nicht abfange. Ich weiß, dass er kommt, ich stehe da, ich drücke die Taste und, ne? Ich meine, auf der anderen Seite sind ganz andere Dinger mal weg und, ja. Wenigstens noch das Foul. Dann darf sich Dwight Howard D12 die Punkte erarbeiten. Hat der bei den Rockets auch die 12? Nö. Doch, ich glaube schon. Echt? Mein nicht, und dann dachte ich mir, du meinst, oh, bei den Hawks spielt er in der Realität. Ja, aber vorher bei den Rockets, oder? Ja, genau, richtig. Und da meine ich, hat er ja, glaube ich, nicht. Ist ja auch egal. Schreibt's in die Kommentare. Ja, da kommt der Block. Das sind nicht die Würfe, die wir eigentlich haben wollen. Ne. Ja, Wiggins, du bist ein Arsch. Naja, gut, aber... Mhm. Aber du wärst schön frei gewesen. Ja, Spielzug war für mich, der Block saß und ich war echt richtig schön frei. Drücke auch noch Passwort an und er ignoriert das. Geiler Typ. Und der tickt rein. 7-7, also ein sehr intensives Spiel, ein sehr wildes Spiel am Anfang. Jetzt fängt es sich langsam an, ein bisschen zu beruhigen. Schauen wir mal. Wiggins hier momentan... in einer Rolle, in der wir ihn gar nicht haben wollen. Oder er macht es richtig. So, Pöltl auf dem Platz. Ach so, Block von der Seite. Kriegen wir auch hin. Nee, meiner macht automatisch einen Schritt nach vorne. Das ist genau das, was ich meine. Ne? Jawohl! Über Umwege. Da war ja wieder eine Hand dazwischen. Weiß jetzt nicht wohin. Nee, du warst schon richtig. Ich habe nur versucht, meinen Gegner abzuschütteln. Okay. Pass around und dann. Ah, aus der Ecke, Mohammed. Ich dachte, du 10-2 Run. Jetzt sind wir so langsam eingeblockt in dieses Spiel. Wiggins ist gar nicht mehr auf dem Feld, okay. Ich habe schon wieder Wiggins gesehen, der den Wurf da genommen hat. Wollte schon wieder böse auf ihn sein. Jetzt Monroe gegen Pöltl. Wartet hier, findet Middleton. Beasley, alter Heat-Spieler. Offensiv-Rebound, Foul. Schade. Taj Gibson, nicht richtig ausgeblockt. Da ärgert er sich, weiß, dass er da einen Fehler gemacht hat.
Liegt es ein bisschen aber auch an mangelnder Spielpraxis vielleicht? Ja, das stimmt. Kommt aktuell relativ wenig Minuten da. Vielleicht gehe ich da auch nochmal vor dem nächsten Spiel nochmal in die Minuteneinstellung. Da stimmt irgendwas nicht, glaube ich, mit Gibson. Ja, wobei Yang sich auch gut gefangen hat nach grausamen Saisonstart. Dann mittlerweile doch mit sehr guten Leistungen. Ja, auf jeden Fall. Hat sich gemacht. So, mach es schnell, Rubio. Jetzt liege ich da am Boden und komme nicht zurück. Jo. It's in the game. Sie tun uns den Gefallen da, dass Rush ins Aus rusht. Oho. Schon wieder so. Ja, doch, jetzt aber hier doch der YouTube-Poet. Poetisch, ja, ich wollte gerade sagen. Woll. Wird Gordon. Besser. Oh, vierte Reihe. Jakob Völkel, also der macht sich ja auch richtig gut hier, der Ösi. Schon im letzten Spiel stark gespielt und jetzt hier der Block von hinten gegen immerhin Greg Monroe, ist ja auch nicht irgendwer. Hammerhart. Highlight Play, Wahnsinn. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ich mit stehe. Mit Garnett ist drin. Muss ich aufpassen. Oder vor Schreck direkt ausgewechselt, Jakob Pöltl. Bevor er sich dann noch überschlägt. 8 Sekunden. Ja. Jawohl, freier Dreier nochmal für Gordon. 17-8 die Führung. Nach dem ersten Viertel. Also sah in den ersten Minuten nicht so unbedingt danach aus. Ja, aber dann haben wir uns. Irgendwann haben wir den Stempel gesteigert. Rausgeholt, ja. Sehr schön. Also in der derzeitigen Form traue ich uns Großes zu. So, die letzten Spiele waren richtig gut. Na, werden auch wieder schlechtere kommen, fürchte ich. Ah, komm schon. Gehört dazu. Und das hier ist ja auch noch nicht gewonnen. Schauen wir mal, erste Viertel vorbei. Aber wir konnten aus dieser Chaosphase dann doch irgendwie mehr Vorteil ziehen als die Bucks. Ja, Dwight ist begeistert, sagt er gerade. Wenn auch nicht über die Führung der Timberwolves. Naja, wenn sich irgendwelche Bugs hier mit Wölfen einlassen, das kann ja nichts werden. Werden sie gerissen. Er tickt rein. Oh, er tickt nicht rein. Ja, der dann aber auch nicht. Über Rush hier, der Fastbreak. Gordon hat freie Bahn. Schön. So frei, dann kann natürlich hier, ob Levine oder Gordon, beide können damit Athletik zum Korb ziehen und eigentlich muss da was Gutes rauskommen. Ah, geht in den Post, oder? Ja. Und HK zieht gegen Jeng das Foul. Immerhin, hoch anrechnen muss man unseren Jungs wieder. Es gibt wieder keine einfachen Punkte bis hierhin. Ja, zwischenzeitlich schon, aber insgesamt. Auch Pöltl da, der vorhin einen Fehler gemacht hat, dann aber direkt umgedreht und weggeblockt hat. Ja, aber so spielst du auch nur, wenn du selbstbewusst bist. Wenn du ja eine gute Phase hast, einen Lauf. Catch and shoot. Ah, schlechter Pass von Towns an der Stelle. The Greek Freak! Jetzt kannst du, ja. Oh, eigentlich ein Easy Jumper. Hey, ja, lief eigentlich gut, der Spielzug. Also absolut. Genauso wie geplant. Towns sei Dank sind wir da noch hier mit der Second Chance
an der Linie. Da lässt er sich doch gar nicht irritieren hier. Von den paar Fans. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an Tim Duncan, Carl Anthony Towns, so von den Anlagen her. Ist auch so ein Mr. Nice Guy. Ja, ich bin kein Duncan-Fan. The Big Fundamentals war mein erstes NBA-Trikot, welches mir jemals gekauft habe. Lag aber ganz, ganz früher noch so ein bisschen dran, da habe ich noch nicht so den Durchblick gehabt in der NBA und ich mochte einfach das schwarze Spurs-Trikot, weil es so ein bisschen schlicht war, wollte ein schwarzes haben. Ich hatte das schwarze Spurs-Trikot von Rodman. Ja. Und das liegt heute noch irgendwo bei irgendeiner Ex-Freundin rum. Ärgere ich mich. Dann hat sie ja jetzt alles, was sie von mir wollte. Hm? Ja, wahrscheinlich. The one-on-one Walker. Ja, dann doch der Pass zu Levine. Dann ist er frei an der Dreierlinie. Gordy hat's gesehen. Oh, was machen die denn jetzt gerade? Übrigens hat er gerade auch schon einen offenen verkackt. Jen nach eigenem zweites. Rebound geht da bei den Bucks immer die Post ab und wenn es dann über The Greek Freak geht, dann endet das meistens in einem Foul. Hält die Bucks hier so ein bisschen im Spiel. Ja, wenn der noch einen richtig guten Wurf bekommt, ja. Antetokounmpo, dann könnte er auch ein ganz großer werden in der NBA. Ist ja auch noch blutjung, ja. Ich glaube 20, 21 sowas. Absolut. Aber muss er ja heute nicht den Schub bekommen hier. Ja, das wäre mir jetzt auch nicht so recht. Ach, Kemba, das ist aber schon, glaube ich, der 20. heute. Ja, und diesmal passt auch das Foul nicht mehr. Und wieder machen sie das Spiel gleich schnell hier. Aber, ja, warum geht er nicht zum Korb? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, warum mein Ball nicht reingeht, habe ich auch nicht verstanden. Ah, Wiggins ist offen. Ja, yes. Also. Endlich mal wieder hier. Das Schlimme ist, also nicht aus unserer Sicht, aber aus der Sicht der, ja, der Bucks, es ist nichts passiert, so wirklich, ne? Wir sind jetzt auch wieder 7 und haben da aus unserer Schwächephase nicht so wirklich den Vorteil rausziehen können. Ja, weg ist er, ne? Sehr schön. Stil von Levine. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, in die Ecke. Ne, der war auch blöd. Also viele, viele Turnover in diesem Spiel. Das wird bestraft. Er hat ein heißes Händchen aktuell. 10-4. Ja, das ist... Ha, man kann es nicht oft genug, ja, sagen, aber... Schlimme Pöltin, ja, vor, ja. Howard und der Ball flutscht da durch. Ich glaube, du musst viel laufen jetzt. Oh! 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 Ja, nee. Spielen sie schnell. Bevor wir uns da stellen können in der Verteidigung. Der offene Wurf für Parker. Ja, also sie bleiben hier irgendwie dran. Also ja, aber es ist nicht so, dass wir sie abschütteln können. Trotzdem 6. Also ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, oh, jetzt haben wir uns gleich. Und wir haben den Ball. Also, ja... Wir müssen aber natürlich. Sie bleibt über dieses schnelle Spiel, über die Transition-Punkte. Ja, ja, klar. Dadurch bleiben sie hier so ein bisschen drin. Ja, das ist meiner. Ja, also das verstehe ich dann auch nicht, dass ich dann mit Garnett von ganz rechts nach ganz links theoretisch da laufen soll bei diesem Spielzug. Pöltl haben sie ja gerade auch schon übers Feld geschickt.
Genau. Ich glaube, es ist dann, der Point Guard fehlt dann einen anderen Spielzug in dem Moment und. Ach so. Ja, ist jetzt meine Erklärung. Also. Nichtsdestotrotz, Gibson mit einem 3-Punkte-Spiel. Jetzt sind es wieder 9. Ist ja das, was ich meine, ne? Mhm. Man hat nicht so das Gefühl, oha, jetzt kommen die Bucks aber mal hier so richtig aus dem Arsch. Eher habe ich das Gefühl, gleich sind 10. Ja. Oh, Block von Garnett. Nein! Ja, okay, oh. Alles klar. Ich wollte den ersten Ball haben. Aber ja. Auch von mir aus. Im ersten konnte er sich ja aussuchen, ob er links oder rechts passt. Oh, schön. Ja, sehr schöne, ja, schöne Bewegung. Brett Monroe. Von der Bank 10 Punkte. Möchte gerne wieder an D-Trail vorbeiziehen, da. Im Line-Up. Ah, muss einen Pass spielen. Oh, da ist aber auch einer ganz schön lange in der Zone hier, Hansen. Ja, kriegt er jetzt auch. Ja. Und es sind 10 vor, ne? wie ich gerade sagte. Ich glaube, lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, so wie du es ja immer gerne tust, aber ich glaube, wenn das, also so, dürfte da nichts mehr schief gehen. Wir haben die Bucks am Sack. Ah, ich habe den oberen. Und du hättest da driven müssen. So schnell muss das gehen hier. So, jetzt haben wir noch 27 Sekunden. Wir sollten noch einmal im Ballbesitz kommen. Ne, Kemba. Wechselt einfach mal die Spielzüge ganz lustig immer. Na, die haben sie gerade schon so gespielt, oder? So chaotisch. Boah. Ja, einmal umdrehen. Arm hoch. Ah! Oh! Dann das Foul von hinten. Ah. Blöd. Können sie wieder ein One-Possession-Game draus machen? Einstellig, ja. Aber machen wir nicht, ja. So, 7 Sekunden. Oh! Passt sich da ein Herz? Und Gibson hast du. Ja! Zählt er? Noch zählen, meine ich bin oder? Gespannt. Also, noch ist er nicht auf Anzeigetafel erschienen. 35, 25 stand es gerade schon. Also, vom Gefühl her, würde ich sagen, ja. Wir hatten schon mal so eine Situation und da haben wir gleich ein Replay bekommen und da konnten wir nichts drin erkennen. Richtig. Und danach haben die Referees uns auch nichts angezeigt. Ich bin gespannt, wie es jetzt abläuft. Mal schön, gucken, was für ein schönes Replay wir jetzt bekommen. Ah, ja, damit können wir was anfangen. Nee, der ist noch in der Hand, glaube ich. Schade, schade, schade. Ich glaube, der ist noch an den Fingerspitzen. Bin ich auch der Meinung. Ah, und er guckt enttäuscht. Nee, jetzt zeigen sie sogar an, hier ist nicht. Mhm. Okay, 35, 25 sind trotzdem 10 zur Halbzeit. Ich bin nicht so unzufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Das war mehr oder weniger meine Aussage, ja. Wobei, ich bin ja der Pessimist, du bist der Optimist, deshalb, ich bin nicht so unzufrieden und du bist sehr zufrieden, ja. Ja, halb voll, halb leer, das Glas und so weiter. Ja, meistens bin ich halb voll. So, hier nochmal ein paar Highlights. Ja, so viel Highlights waren es heute irgendwie gefühlt nicht. Aber man kann ja auch nicht mal Remy Demi Kirmes hier haben, ne? Ja, die Dreier sind gefallen beim Gotti, das ist schon mal die halbe Miete. Gute Quote, über 50%. Mehr Rebounds, mehr Assists. Na gut, bei den Steals, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Kemba ist aber auch gefühlt 4-mal in den Gegner reingelaufen. Ja. Einen Pass habe ich, glaube ich, von dir bekommen, den ich nicht kontrollieren konnte, der weg war. Shaq schaut dadurch ein virtuelles Fernrohr, glaube ich, oder? Also, sowas sollte es darstellen. Sowas wie. Ja, wer weiß, was davon. Wir gerade gequasselt haben. Ja, möglicherweise. Hier, wunderschöne Blick auf Milwaukee und. Ja, diese Turner hier. Muss ich sagen, beim ersten Mal, ja. Zum allerersten Mal gesehen, da dachte ich, cool, mal was Neues. Ja. Aber mittlerweile kriegst du ja nur weg, weil es ja immer dasselbe ist. Genau mein Gedanke gerade, ja. Am Anfang denkst du dir noch so, hey, wow. Und dann siehst du auch mal die Mädels irgendwie, wie die T-Shirts ins Publikum schießen und denkst dir auch, wow. Ja, genau. Aber irgendwann mal ist Ende. Wummy Dabby! Der nächste Dreier.
So, wir haben schon 6 mehr Dreier reingepölt als die Bucks. Na gut, wer soll da auch von außen groß schießen? Dann wieder der blöde Pasta, den man nicht abfangen kann. Ja. Darauf so, jetzt mal versucht, sehen. Mit der Steal-Taste noch irgendwie die Chance zu erhöhen. Aber ja, das macht die Sache nur schlimmer. Meinst du? Ja, weil du dann eine Animation machst am Ball vorbei und kannst gar nicht mehr reagieren. Okay. Ja, ich versuch's ja auch jedes Mal, blöd wie ich bin, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe. Aber das ist, ja. Es wäre eigentlich das Logische, dass man das dann drücken müsste, um vielleicht das noch positiv beeinflussen zu können, ne? Ja. Aber ja, ist offenbar nicht so programmiert worden. Zumindest nicht bei so Sachen. Wenn du jetzt mit einem mitläufst, der ne, an einem Block vorbeigehst, wo du weißt, der Pass wird jetzt gleich auf den gehen, dann hast du da Chancen, aber spielen sie mich nicht. Ich hätte wieder abgedrückt. So, da kommt der Block. Nicht ganz so erfolgreich. Kemba drückt trotzdem ab. Boom. Jetzt schießen wir sie aber hier ganz schön ab. Das Üble ist ja wirklich, im letzten Spiel haben wir ne, weniger geschossen, mehr auch gezogen. Und also wir sind schon sehr variabel in unserer Spielweise. Mhm. Wir haben viele, viele Waffen. Ah, jetzt muss aber nicht... jetzt war er beflügelt noch von seinem letzten Dreier. Komplett durchdrehen. Gute Defense. Ich sehe meinen Gegenspieler leider nicht. Ah, dann doch keine gute Defense mehr. Ach, da bin ich. Oh Gott. Nein! Tu doch sowas nicht. Hat er im ersten Viertel schon nicht getroffen. Ja. Aber der Spielzug war halt nun mal so designt. Also. Ja, aber er musste erkennen, dass der Gegner da sehr schnell im Block drin war. Oh, jetzt soll ich hier die Baseline wieder rumlaufen. Oh nein! Ach, den hätte eigentlich gefordert. Jetzt gepasst mit dem Block. Ja. Machen wir rein. Oh! Block von Dwight Howard. Ja, danke. Eine Sekunde noch. Ah, ja. Musste nehmen. Spielt er mir noch den Ball zu? Oh, der muss eigentlich weg sein, der Ball. Oh ja, den kannst du nehmen, ja. Boah! 44, also. 29. Für Dreier haben wir denn jetzt hier schon gemacht, ey, Wahnsinn. Timeout. Wäre es jetzt schon zu früh, darüber nachzudenken, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen? Nach den letzten Spielen, die wir so hatten? Ich meine, hallo, wir haben auch schon viele Spiele verloren, ich weiß nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, es kommen auch wieder andere Spiele auf uns zu. Ich meine, die Bucks, die... Guck mal, vergleich mal das, was die Bucks hier heute machen mit dem, was andere Teams in anderen Spielen vorher gemacht haben. Das ist... die spielen es nicht gut. Hui. Oh, da war ich aber früh runter. Da war ich früh runter. Ja gut, faul ist aber da. Ja. Weißt du noch, als wir gegen wen war das denn? Gegen die Hornets, glaube ich, ne? Ja, ganz anders aufgetreten und ich bin mir sicher, ja, gegen andere Gegner wird es auch wieder anders aussehen. Schauen wir mal. Ja, also ich würde es jetzt auch noch nicht umstellen, aber ja, auf jeden Fall das jetzt so vermehrt im Hinterkopf behalten. Die nächsten Leistungen mal so ein bisschen beobachten. Boah. Und so treffen wir auch nicht. Wieso treffen wir auch nicht jeden Tag? Also. Nee, das können wir gar nicht. Das ist schon heute exorbitant viel, was wir treffen. Aber wir arbeiten uns ja auch
ziemlich freie Würfe, muss man auch sagen. Ja. Wieder ans Brett. Also die Bucks, denen fällt gerade gar nichts ein. Ja, den spielt so spielen sie oft. Ah, jetzt spielt der Walker. Jetzt hätte ich mir nicht geschwört. Aber gut, gut. Den haben sie im letzten Spiel auch zwei, dreimal gemacht. Und jedes Mal hat er die Chance gehabt, Walker anzuspielen. Jedes Mal hat er es ignoriert. Bumm! Na, schade. Er landet im Aus. Aber Block von hinten von Towns. 49-31. Jetzt wird ordentlich durchgewechselt hier. Ja, das mag ich auch nicht. Das, auch wenn ich mal so alleine offline spiele gegen die CPU, dieses Einwurfspiel hier, ja. das kriegt die CPU viel zu häufig hin, dass da dann wirklich dann blank ist unterm Korb und man kann ja nur einen Spieler steuern, um das irgendwie zu verhindern, theoretisch. Ist leider so. Schöner Rebound. Schöner Rebound, schöner Pass, boom. Ey, von 4 Eric Gordon. Und ich glaube, die anderen Guards haben ähnliche Stats von der Dreierlinie. Bin sehr gespannt auf die Endabrechnung. Gibson, was machst du? Ja, Gibson bewegt sich nicht, dann nehmen wir Garnett. Steht da und guckt, wie ich beide auf mir drauf habe. Ich meine, da muss er doch mal irgendwie auf die Idee kommen, bewege mich. Ja, und dann ist er zu spät hinten. Das hasse ich auch, dass da man manchmal dann ja. So eine Jubel-Animation hat und deswegen kommt man immer zu spät zurück. Ja, schlimm ist halt, dass keiner übernimmt. Ne? Das ist ja... Mhm. Das ist richtig fiese. Lassen 14 Sekunden? Ja. Mal gucken, was der Kollege Carter Williams jetzt noch macht. Ja, gar nichts anscheinend. Das sah schon wieder ein bisschen seltsam aus. 54-35. Sind noch nicht 20, aber ich denke, da können wir auch wieder einen Stempel drunter setzen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Dreierquote ist einfach genial, Leute, im ganzen Team. Towns hat noch keinen gemacht. Ungewöhnlich. Ja, ich will ja die 100% bewahren. Ja. Aber eigentlich könnte ich heute viele werfen mit Towns. Also wie heute alles fällt, könnte ich das eigentlich noch weiter aufstocken. Ja. Und die Bucks haben irgendwie offensiv, finde ich, sieht das sehr öde aus. Ja, und auch hier Jason Kidd als Coach scheint auch nicht gerade den besten Job zu machen. Also ich sehe da auch wenig System im Angriff der Bucks. Macht einen sehr überforderten Eindruck jetzt gerade im Bild da. Hat auch schon abgeschenkt. Also wie gesagt, so im ersten Viertel haben sie mir eigentlich noch sehr gut gefallen aufgrund halt der Transition Offense. Ist aber auch jetzt bisher oder mittlerweile nicht mehr so sehr der Faktor. Ja gut, weil bei uns alles reingefallen ist jetzt. Ja, genau. Kommt natürlich noch mit dazu. Vielleicht werden auch die Beine jetzt ein bisschen müder langsam. Versuchen es oft hier. Geht oft der erste Pass zu Monroe und ja, aber der kriegt es dann auch nicht immer gebacken. Way too easy. Kam sogar richtig schlecht, der Pass. Du bist noch da, oder? Bin da, ja. Ja, okay. Ja, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Aus dem Teamstick geflogen vielleicht. Ja, und da meldet er sich mal wieder zwischendurch. Antetokounmpo, aber... Das ist ja der Einzige, der hier heute ein bisschen was gezeigt hat, oder? Ja, genau. Aber ist halt noch nicht so der komplette Spieler, wie gesagt, der sich jetzt auch hier
regelmäßig die eigenen Würfe kreieren könnte und sowas. Na gut, aber es sind ja auch nur in Anführungszeichen die Bucks. Er hat ja da in dem Team definitiv die Möglichkeit, Spielzeit abzugreifen, die einen manch anderen Teams nicht bekommen würde. Das auch, stimmt, auch ja. Auch nicht so dumm. Ja, danke. Gut verteidigt von Jeng. Oh, den wollte ich nicht haben. Und trotzdem konzentriert bis zum Ende hier keine weiteren einfachen Körbe. Immer schön noch drauf auf die Hand. Vorne muss Kemba das natürlich anders lösen, ne? Aber... Und von der Freiwurflinie machen sie auch keinen richtig guten Job. Also insgesamt gesehen, wie gesagt, die Bucks heute sehr schwach und die T-Wolves von der Dreierlinie sehr stark und dann kommt halt so ein Ergebnis zustande. Ach. Hä? Ich dachte, er sollte zu Wiggins gehen. Ja, sah so aus. Aber der war ein bisschen sehr, sehr feste. Ja, er hätte mir am Anfang schon, als ich hinter ihm durch, hätte er durchaus passen können. Ja. Oh, gut, dass da. Gut, dass sie Timeout genommen haben, Idioten, ja. Ach, der Kid bestimmt am Rand. So, Timeout! Oh nö! Oh Mann. Ja, als Bucks-Fan würde ich spätestens jetzt die Halle verlassen. Ja. Also so wird das nichts mit den Playoffs. Nee. Aber ist halt auch ein Team, welches auch noch reifen muss. Ja. Da wurde ich jetzt vom eigenen Mann geblockt. Keine Ahnung, wer es war. War nicht hilfreich. Walker, du bist echt eine Birne, ehrlich. Ja, da, schon der Mitteldistanzwurf. Er wirft sich warm. Für den Dreier gleich. Na, meinst du, soll ich noch einen bringen? Wenn du offen bist, nimmst du, ne? Ist doch klar. Ja, wenn sich's ergibt, nehme ich ihn auch. Ja. Na, das war einfach. Achso, ich muss jetzt wieder rüber rennen. Ah, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Und da ist der nächste. Also dein Release Point hast du aber heute richtig gut. Bisschen im Griff. Besser heute, ja. Ja, habe ich nicht gesehen, wo er hin ist. Wenn die Kamera so weit außen ist und meiner, ne, am anderen Ende steht, dann. Ist vorbei. Dann sehe ich ja nicht mal mehr den Pfeil, wo ich stehen muss. Oh ja. Ah. Da kommt noch das harte Foul. Gab's gegen mich noch nie übrigens. Also wenn ich gegen die KI gespielt habe, gibt es ja manchmal dieses Flagrant Foul. Ich habe es schon ein paar Mal angekreidet bekommen, aber auf der anderen Seite... Habe ich noch nie davon profitiert. Also KI hat das noch nie gemacht. Gab's bei dir schon? Nee, auch eher nicht. Das ist so nervig, ne? Der ist in der Auto-Beweg-Animation nach hinten. Und du kannst da gar nichts machen. Und dann kommt der Ball und dann fängt er erst an hier... Ah! Ich hasse es! Das war doch so einfach! Ja, wie gesagt, das ist genau der Pass, der dann bei der CPU richtig ankommt, durch uns durch. Ja, weil er auch nach oben dann auf einmal gespielt wird und nach durch noch geht. Und hier geht er straight in die Hände. Nervt.
Das hätte nämlich ein sehr schöner Angriff sein können. Nee. Jetzt machen sie es wieder schnell, das gefällt mir dann besser bei den Bucks, wenn sie so spielen. Ja, aber können die das ein komplettes aber Spiel durchziehen? Ja, einmal das und wie du schon sagtest, das funktioniert halt auch meistens nur, also geht natürlich nur, wenn wir nicht punkten und wir punkten halt fast immer, wenn wir im Angriff sind. Oh. Ah, hätte ich mal nehmen sollen. Kleiner Verweigerer. Man muss ihn jetzt nehmen. Der andere war einfacher. Ja, ja. Da ärgert mich gerade selbst. Das war keine gute Entscheidung. Zieh, zieh, zieh. Ah, oh, wieder nur ein Tipp. Yeah. Schade. Aber den muss man auch erstmal so reintippen. Ja, das war schon athletisch. Ganz schön viel Gefühl da. In den Fingerspitzen. Oh, 40 Sekunden noch. Dann haben wir den nächsten Sieg im Sack. Ein Switch, der keiner ist. Und dann bin ich wieder der Arsch. Ach Gott, ey. Ah, ich glaube andersrum. Cold Zone macht ihn trotzdem rein. Da hat der Block zum Glück mal gesessen, ne? Und dann hattest du da Platz. Und die Halle ist so gut wie geräumt. Oh. 10 Sekunden noch. Arsch! Naja, dann. Lass ja, ist jetzt eh also, ja. Ja, gut, aber. Oder willst du nochmal scoren? Nee. Willst du die Bugs nochmal demütigen? Jetzt gerade war ich offen, ne? Da habe ich dreimal den Pass gefallen. Einmal vom Wiggins, einmal vom Walker und keiner hat ihn gefasst. Den hätte ich noch mitgenommen. 68-53. Ja, Bela. Ja, bleiben keine Wünsche offen, würde ich sagen. Also, es war von vorne, aber fast von vorne bis hinten, eine überzeugende Leistung. Die Bugs hatten nichts zu melden. In eigener Halle. Weggefegt. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, insbesondere auf die 3-Punkt-Wurf-Statistik unserer Mannschaft. Könnte auch Saisonrekord sein für unsere Wolves. Fürs Team? Definitiv. Guck mal hier, Kemba. Oh. 8 und 8. Hatte ich jetzt gar nicht erwartet, dass er Play of the Game wird. War sehr ausgeglichen. Du hast deine Punkte, Kemba hat seine Punkte, Wiggins hat auch seine Punkte, Gordon und Levine. Mhm. Mal gucken, wie es gleich aussieht, aber vom Gefühl her würde ich sagen, recht ausgeglichen. So, Sid klatscht gerade vor dem Bildschirm in die Hände, dass ihr, geliebter Kemba Walker, sich hier den Player of the Game-Titel krallt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Vergleich an und auf den hochgerechneten 10-Minuten-Statistiken. Ja. Da hat es Dreier gehagelt. Guck mal, auf der rechten Seite, ja, wir sind auf Rang 2 im Westen mittlerweile angekommen. Auch gerade draufgeholt. Ein halbes Spiel hinter den Rockets. Ja. Und gegen die spielen wir als nächstes. Also. Ihr! Genau, ich mit der Sid zusammen. Und auch, guck mal, Middleton habe ich gar nicht so mitbekommen. Wollte ich gerade sagen, ja. Guck mal, er hat auch 22 Würfe genommen. Hochgerechnet, ja, aber gut, 13 reingemacht. 5 von 10 Dreiern, ja. Da war mir vorbei. Das war mein Gegenspieler, richtig? Ist richtig. Aber es fiel heute einfach nicht auf, weil wir einfach noch viel besser getroffen haben. Und auch die 13 Punkte von Beasley und Antetokounmpo haben da nicht mehr viel ausgemacht. Und guck mal, die hätten über Antetokounmpo vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Ja, absolut. Wenig Würfe. 8 Assists. Parker mit 8, 12. Das war Carter Williams, 12 Assists. Kein Konzept. Die sind auch nicht über Dwight mal gegangen oder Ben Monroe. Also das ist einfach, weiß ich nicht. Für uns sehr entgegenkommend. Monroe 3 von 17. Also. Naja. War dann doch nicht so stark von der Bank. Naja, und jetzt gucken wir uns mal die Stats an von Gordon. Hier Topscorer bei den Wolves. 27 Punkte. Beinahe
ja, wunderbaren Quote hier. 7 von 12 von Downtown, 10 von 15 insgesamt. Hut ab, Gotti. Ja, war nicht schlecht. Und ähnlich gut. Zach LaVine, 21 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists, 2 Blocks, 7 von 13, 7 von 8 Dreiern. Oh, shit. Kann er gerne öfter machen, ja. Kann er gerne öfter machen. Wiggins, 15 Punkte, 6 von 15, 3 von 7. Walker, ja, Play of the Game, wie gesagt, 13. Kann er auch 7 Turnover schon wieder erkennbar, das ist aua. Und Towns, so eine schlechte Quote hatte ich mit Towns bisher, glaube ich, noch nie. 3 von 10. Ja. Auch heute nur 13 Punkte, muss man ja sagen, für seine Verhältnisse und 12 Rebounds. Ja. Aber nimmt nur Anlauf für das nächste Spiel, ne? Das glaube ich auch. Ja. 5 Blocks können sich ja definitiv sehen lassen. Pöltl hat auch noch ein bisschen was mitgemacht, auch noch 2 Blocks, ja. Guck mal, ja, Levine hat auch 2 Blocks hochgerechnet. Cool. Naja, genau. Garnett hast du auch gesteuert, hat auch 2 Blocks. Also insgesamt hast du 9 Blocks gemacht. Ja. Wenn denn alle gesteuert waren, kann ja auch. Ja, doch, müsste eigentlich. Du warst ja nie irgendwie gleichzeitig mit Pöltl oder Garnett drauf. Richtig. Aber das waren 22 Dreier übrigens. Also hochgerechnet. Ach so, ja, genau. 22 Dreier. Das ist eine Menge. Absolut. Also. Mal sehen, ob uns das auch gelingt gegen die Rockets. Dann würden wir nämlich uns auf Rang 1 schieben, tatsächlich in der Western Conference. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Ah, wir sind gut vorangekommen. Kommen wir dann an die Celtics, Jazz, die Nets, Cavaliers. Das sind machbar. Oder sagen wir mal, da sind einige machbare Spiele dann dabei, ne? Mhm, definitiv. Und dann haben wir All-Star-Break und dann kommen noch die Clippers. Cavaliers wäre natürlich hart. Haben wir Trading Deadline, dann Miami, Orlando, Dallas, wen auch immer Dallas dann am Start hat. Ja gut, das hier, der Endprogramm ist natürlich dann ein bisschen knackiger. Ja. Golden State, New Orleans, Boogie Cousins. Boah, wird aber auf jeden Fall interessant. Und ich denke, also wenn wir so weitermachen, Playoffs Pflicht und vielleicht kriegen wir sogar noch einen richtig hohen Seed hin mit den Wölfen. Wäre ja nicht unwichtig. Wobei im Osten ist eigentlich auch fast alles schlagbar. Ja, wir sind im Westen, ne? Ja, aber... Entschuldigung, natürlich, wir spielen ja nicht gegen den Osten. Dann, ja, gut, das wird dann schon... Guck mal, die Warriors stehen nämlich auch gar nicht so gut. Ja, 8-5. Aber die werden ja nicht absichern. Ein paar Spiele alles, petto. Ja. Die werden sicherlich sich noch steigern. Ja, schon, aber wenn wir jetzt zum Beispiel... Wir werden Fünfter und die werden Vierter, dann sind wir am Sack. Das wäre äußerst ungünstig. Ja. Da wäre ich ja schon fast geneigt, noch extra Spiele zu verlieren, ja. Damit wir nicht gegen die Warriors müssen. Ist was dran. Ja, weißt du was, wir nehmen sowieso jeden, der da kommt, oder? Ja, wir nehmen, wie es kommt und natürlich Quatsch. Also natürlich will ich jedes Spiel gewinnen und zur Not fegen wir auch die Warriors weg. Wenn es sein muss. Okidoki. Dann sind wir durch. Ja, mein Lieber, ist deine Aufnahme, wenn ich das richtig sehe? Stimmt, deswegen ist meine Aufnahme, ja. Überlasse ich dir mal die Schlussworte und sage tschüss. Ich sage nichts mehr. Mal gucken, was dann passiert. Okay, Leute. Spaß beiseite. Ja, war wieder mal schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und drückt natürlich dir und der Sid dann am 27. Januar hier in-game alle 3 Daumen. Hä? Gegen die Rockets. Ich sehe auch gerade jetzt das Fernsehsymbol, ne? Das kommt im NBA Network. Leute. Und an eurer Stelle würde ich dann, ne? Ihr braucht gar nicht das NBA Network-Ding hier, das kostet ja nur Geld. Kostenlos auf dem Kanal von der Sid müsste es sein. Könnt ihr dieses Spiel dann live in Farbe mit Kommentare und Highlights und alles sehen und Spannung? Wow, ich bin ganz außer Atem jetzt allein schon wegen der Abmoderation. Das ist ja unglaublich. Ich bin so nervös. Bela, wir bedanken uns, glaube ich, ne? Und ja, also, ja? Wir bedanken uns, ganz recht. Und wer da nicht einschaltet, ist selbst schuld. Und ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Tschüss, Leute. Tschüss. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordy LP.